Willkommen beim RC-Team Burbach. Heute will ich euch mal ein paar Tipps beim Laden geben. Das Ladegerät, was ihr seht, von SkyRC, das B6AC Version 2, haben, glaube ich, ziemlich viele von euch oder wird oft genommen, weil es mit einem Preis von 50 bis 60 € recht preisgünstig. Ladegerät kann so ziemlich alles laden, was es an Akkus am Markt gibt. Wir fahren ja meistens mit Lipo-Akkus, auch die kann das Gerät gut verarbeiten. Was mich schon immer genervt hat, sind die Bedienungselemente hier über die Knöpfe, weil ihr tippt ja immer wild rum und man weiß nie, wie, wann, wo man da hinkommt. Deswegen habe ich mir das auch geholt, weil man da eine Verknüpfung im PC hat. Wie ihr hier an der Seite seht, ist hier ein Linkkabel, was hier an meinen PC geht, und dann kann man das wunderbar über den PC steuern. Passt nur auf, wenn ihr statt kauft, es sind ziemlich viele von den Ladegeräten unterwegs, das sind irgendwelche China-Importe, die sind nicht echt. Seht ihr einfach daran, dass die so 20, 25 € kosten, dann wisst ihr, das ist kein Original SkyRC. Und was man immer sehen kann, ist, das Original SkyRC hat hier hinten diesen Sicherheitsaufkleber drauf. Da ist auch so eine Nummer und die Nummer könnt ihr auf der Seite von SkyRC eingeben und ihr kriegt dann bestätigt, dass es ein Original ist. Hier in der Seite nochmal der PC-Link. Man kann auch einen Temperaturfühler anschließen für die Akkus rechts daneben. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Habe das jetzt ganz normal über Netz laufen. Man kann es aber auch unterwegs mit einer anderen Stromquelle betreiben. Aber da ich ja nicht Wettbewerbe fahre oder sowas, lade ich die Akkus ja nur zu Hause und dann ist das von daher in Ordnung. Die Software ist im Prinzip ganz einfach. Ich nehme mich mal hier hoch. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, also man startet das und hat dann dieses Menü. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen fixiert, weil das Gewackel ist wahrscheinlich nicht so gut. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen. Das richtig Coole daran ist, ihr könnt hier über Programme bis zu, ich glaube, 20 verschiedenen Batterien einspeichern, damit ihr nicht immer wieder alles neu einstellen müsst. Hier sind noch die letzten, sind noch voreingestellt. Also ich werde jetzt zum Beispiel einfach mal meinen 5000er LRP auf Balance, das heißt, er lädt ganz normal im Balance-Modus und hat dann sofort schon eingestellt Lipo Balance. Das sind 2-Zellen-Akku und er lädt den mit 5 Ampere auf und würde ihn mit 1 Ampere wieder entladen, je nachdem, was gerade angesagt ist. Jetzt im Winter ist er wahrscheinlich wieder eher Ladekapazität angesagt, weil so viel fahren ist ja doch ein bisschen schwierig. Bei dem kalten Wetter, ich will mir die Autos ja nicht komplett kaputt machen. So, und wenn wir jetzt dann ganz normal auf Start gehen, dann fängt er an. Das Programm finde ich generell sehr gut, weil man viele Sachen auslesen kann. Und jetzt habe ich irgendein Problem. Okay. Oh, ich habe den USB not connected. Steht ja unten auch not connected. Also, wir connecten schnell mal. So, Live-Vorführung, ja, ist klar. Funktioniert nicht immer alles. So, jetzt haben wir USB Connecting. Ja, das hatte ich eben schon gedacht. Jetzt sieht man hier auch, der zeigt mir jetzt sofort schon die beiden Zellenladungen an mit 3,75 Volt und wenn wir jetzt auf Start gehen, hört man das Signal, weil er hört, wenn er es manuell macht. Und er fängt sofort an zu laden, überwacht die Temperaturen, macht euch einen schönen Graph. Also eine wunderbare Sache. Ich liebe da die Verbindung mit diesem Programm, weil sonst seid ihr nur am Rumfummeln und am Basteln. Ich weiß gar nicht, wie man das dauerhaft irgendwie durchhalten kann. Ja? Ich spreche das jetzt einfach mal ab. Was ich eben schon angedeutet habe, was man natürlich auch machen kann, ist hier die Storage-Funktion. Ich wähle Storage aus. Was ein bisschen blöd ist, wie ich finde, aber das ist halt immer schwierig, weil da jeder was anderes zu sagt.
Der macht eine Storage-Ladekapazität von 3,8. Also ich habe oft gelesen, 3,8 ist eigentlich ein bisschen viel. Ja, warum er das jetzt so hoch einstellt, weiß ich nicht. Er überprüft das jetzt und balanciert ihn natürlich immer wieder aus und geht jetzt hoch und runter, so wie er braucht. Finde ich ein extrem cooles Feature. Und was ihr auch machen könnt, dafür hole ich euch jetzt gerade nochmal nach unten, weil das kann man am Ladegerät nur sehen, leider nicht am PC-Programm. Warum das nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber es ist nun mal so. Ihr könnt jetzt hier wunderbar schauen. Die einzelnen Dinger, ist klar, das haben wir sowieso schon, aber ihr könnt auch den Ladezustand sehen. Das finde ich sehr gut, ja. Also weiß man, 40%, 42% ist er. Und wenn ihr fertig geladen habt oder ihr wollt einfach nur einen Test oder eine Probe machen oder sonst irgendwas, dann sieht man das. Alle anderen Daten, wie viel Milliampere reingegangen sind und so weiter, sieht man auch. Also cooles Ladegerät, vor allem in Kombination mit der Software vom PC. Was ganz wichtig ist, habe ich ein bisschen dran rumgebastelt am Anfang, der ist mir immer abgestürzt. Der ist mir immer abgestürzt, wenn ich die Programme verändert habe. Oder ich wollte die Programme, ich habe die verändert, wollte die laden, dann ist er mir immer abgestürzt. Ganz wichtig oder ganz einfach, ihr müsst einfach nur einstellen, dass das Programm dauerhaft mit Administrationsrechten gestartet wird, also unter einem Windows-PC, und dann speichert er euch das auch. Das ist eigentlich so die wichtigste Message vom ganzen Video, weil das halt schön ist, die ganzen Akkus einzuprogrammieren. Stellt jetzt so ein, dauerhaft als Administration ausführen. Wenn ihr das nur einmal mit Rechtsklick macht, dieses Programm als Administrator ausführen, klappt das auch nicht. Man kann aber einstellen, dauerhaft mit Admin-Rechten machen. Und dann funktioniert es auch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch weitergebracht. Solltet ihr noch Fragen zum Ladegerät haben, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.